Hussa noch einmal von vorn. Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Mach Chaos in Deponia. Wir sind immer noch auf Deponia. Wir haben es noch nicht weit geschafft. Aber dafür machen wir jetzt jede Menge Blödsinn. Und zwar, wir haben ja Wechselgeld bekommen. Hier. Ich dachte immer, das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Dede. So, wir können jetzt nochmal raus und zur Rezeption, zum Restaurant und hier nochmal deine Mutterwitze hören. Was ist rosa, hat eine Rüsselnase und dein Vater steckt all sein Geld hinein? Deine Mutter. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deine Mutter. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Okay, das war nichts Neues. Das ist ja doof. So, raus. Zu den Zimmern. Pastetenautomat. Mülltonne. Genau. Und jetzt nehmen wir den Salzstreuer und bestreuen den Pelikan. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Weg ist er. Keine Ursache. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Mmh, sehen die lecker aus. So, wir müssen da rein, aber das geht nicht mit reingreifen, deswegen machen wir diesen. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Glitschig. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Der sieht noch ganz manierlich aus. Und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen. Das mit dem Fisch. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Was wohl passiert, wenn ich mein Geld in diese Mülltonne hier werfe? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich entschlossen, episches Micro-Item der Nutzlosigkeit zu erwerben. Episches Micro-Item der Nutzlosigkeit wird in Ihren Inventar hinzugefügt. Oh Gott, nein, halt, stopp, 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 stopp. Das war knapp. So. Dann benutzen wir mal das tolle Toilettenpapier mit der Münze. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Alle sagten, ich würde Schuppen kriegen, wenn ich mir die Haare nicht wasche. Ob sie das hier gemeint haben? Nein. Abgeschliffene Münze. Die Münze ist jetzt viel kleiner. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Ja, besser ist auch. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. So, wir gehen jetzt mal nach oben raus zur Rezeption, zum Restaurant. Und
Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Eine Mutter. Laut vorausgesetzt. Wie nennt man Fleisch im Teigmantel? Eine Mutter. Was hat er gesagt? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Ja. Wie schön. Das war's doch wert. So, raus. Zu den Zimmern. Wir müssen genau zu dem Seher. Ihn ein bisschen ärgern. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Nee, das war falsch rum. Was treibst du? Ich mach die Welt... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Hier. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Hier? Oha. Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Genau, jetzt können wir hier nämlich, raus. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolution. Naja, das hatten wir alles schon. Ah, jetzt sind wir hier. Genau, und hier können wir nämlich uns das Leck ansehen. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Haha. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Liegt mit Zaunfall. So ist kein Rankommen. So. Das Leck können wir übrigens noch nicht dichten. Aber wir können Mr. Toffee endlich befreien. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh, wo ist er denn? Nu ist er weg. Nu ist er ganz weg. Jetzt können wir das Leck abdichten. Jetzt müsste nämlich eigentlich auch die Klospülung wieder gehen.
Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Na gut. Dann gehen wir, benutzen wir jetzt mal die Spülung. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was soll ich machen? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Nee, keine Jungfrau in Nöten. Was ist blau und hängt in der Kloschüssel? Eine Mutter. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten? Eine Mutter. Oh. Ach ja, schön. So. Wieder zurück zu den Hotelzimmern. Nee. Hier. Und da. Und hier. Wir können jetzt das mit dem benutzen. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Dann den da rein. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Und den da rein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. So, und jetzt hier, Laut Verfallsdatum kann man die voraus... Wohl bekommst. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete. Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hä? Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Du und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon. Schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüppelpocken hole. Hä, was hab ich denn vergessen? Ach. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha. Fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. So, jetzt. Das war's. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete. Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Ist meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein,
Das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Das ist alles nur für ein Handtuch. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Ja, das war ja enttäuschend. So, jetzt gehen wir wieder raus, weil hier können wir nicht weiter was machen. Das heißt doch, wir könnten eigentlich nochmal mit Boso quatschen. Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt, Freunde. Tun Sie was füreinander. Hey, Boso. Klites steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Klites euch hört, oder? Sorry, ich muss hier weg. Ja, das hätten wir noch machen können. Der ist jetzt nämlich fertig. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. So, wir müssen ihn noch ein bisschen weiter ärgern. Und zwar haben wir ja hier einen Kopfkissenbezug voll mit Läusen. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Kann ich nochmal stören? Ja. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Mal wieder. Hat wieder abgeschlossen? Nein, diesmal nicht. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Diesmal nehmen wir sie mit. Das ist nämlich weg. Jetzt können wir aber selber hier durchgucken. Die Ankunft
Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali, die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali, huga, huga, schalala. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali, die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali, huga, huga, schalala. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali, die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali, huga, huga, schalala. Wenn wir jetzt durchgucken. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali, die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali, huga, huga, schalala. Wenn wir jetzt durchgucken. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali, die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali, huga, huga, schalala. Haha, eine Errungenschaft. Schön. So, jetzt können wir das Laken hier. Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Gut, das nehmen wir jetzt mit. Und jetzt können wir mal nämlich hier reingucken. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Genau. Das sind nämlich 3 Sachen mit Pflegehinweissymbolen. Und wir haben eine Wäscherei und ich glaube, es erwartet uns ein Minigame. Aber vorher gucken wir mal, ob wir noch neue Dein-Mutter-Witze kriegen. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Eine Mutter. Was bekommt auch die heftigsten... Ja. Eine Mutter. Das hatten wir schon und... Was bekommt auch die eine Mutter? Buh, ist ja gar nichts Neues. So, dann gehen wir jetzt raus und in die Wäscherei. Da. Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Petra, trulala. Psst. Genau. Hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal. Da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Psst. Komm ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist.
Ja. Dann hier, Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Dann das Handtuch. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Wucka, wucka, wucka. Und hier. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Also, genau. Ein Minigame. Also hier wird immer angezeigt, was da drin ist, nämlich das Handtuch. Hier das Spannbettlaken. Hier der Rufus. Genau. Und das geht wie folgt. Nee, warte mal, irgendwo. Eins fehlt noch. Ja, Scheißendreck. Eins fehlt noch. Wo ist denn jetzt hier das Kissen? Des Klamotten. Ach hier. Kissen. Wähle die Reliquie. Das Laken. Achso, die kann ich gar nicht überklicken. Nee. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Ja, und dann können wir leider nicht viel anklicken, außer... Wähle die Reliquie. Geht es Klamotten. Aha.
Gut, jetzt ist natürlich sein Anzug wieder hier drin. Das heißt, wir müssen jetzt... Vielleicht klappt es ja jetzt erst. Also eigentlich erst das Kissen. Dann das Laken. Und dann das Handtuch. Jetzt Rufus. Wähle die Reliquie. Ne, jetzt haben wir ja gleich wieder den Zustand von vorhin. Kissen. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Na, das hatten wir ja schon. Warte mal. Wir nehmen uns mal als erstes. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Waschtag. Besser war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Schrotzerlack. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletis-Klamotten ergattert. Wie schön. Das hat sich doch gelohnt. So, dann speichern wir uns ein und machen im nächsten Video weiteren Unfug. Also, bis gleich.